Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Hört auf unserem Kanal sofort und gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle 2 Wochen den Creator Code neu eintragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Item Shop vom 24.08.2019 und wir haben einen neuen Skin im Shop, dazu haben wir auch ein Gameplay, ja. Dann haben wir eine neue Tarnung, also eine neue Lackierung im Shop und ja, das war's. Ja. Wir fangen mal an mit dem Major Laser Paket, das hat er gestern schon im Shop gehabt. Ja, mega und cool. Da gibt's einmal die Benote vom Major Laser, der hat eine Benotung von 3,24 von 5 bei 17 Votes zum ersten Mal gestern im Shop gewesen und 0 Reminders. Null Reminders, okay. Dann, Achso, by the way, ich wusste bis jetzt noch gar nicht, dass Major Lazer, wer das überhaupt ist. Also, dass der, ja, Musik macht. Also, klar. Geh mal bitte auf den Major Lazer. Nochmal zurück. So, und jetzt zoom mal an den Rand. Und jetzt geh mal auf die Mitte. So, und da siehst du, da sind Mikrofone. Oh mein. Da sind Mikrofone an dem Gurt. Und, da... Ja, so ein Bild habe ich hier dazu gefunden und das passt ja mega krass, ne? Der macht tatsächlich Musik. Laser Axt. Also Laser. Das schon seit 10 Jahren habe ich irgendwie gesehen. So Laser Axt. Ja, guck mal, wie die Benotungen sind. 4,335 bei 9 Votes und 0 Reminders. Dann der Laser Feed. Auch dazu haben wir übrigens insgesamt gesehen ein Gameplay, ja, und ja. Das ist jetzt auch verlinkt in der rechten oberen Ecke. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr es euch gerne angucken. Ja, und der hat eine Benotung von 4,135 bei 15 Votes und 2 Reminders. Dann die Standardstimmung. Ja. Default Vibe. 4 von 5. Bei 8 Votes und 0 Reminders. Alles hat 0 Reminders oder was? Standardfeuer 3,78 von 5. Bei 9 Votes und 1 Reminder. Und Laser Flags hatte er überhaupt. Gibt's den hier überhaupt? Ich denk's nicht. Ich denk's nicht. Den kannst du nicht separat kaufen. Nee. Dann kommen wir auch schon. Die ganzen Items haben wir durch. Dann kommen wir jetzt zu der Gaunerin, also Rapscallion. Rapscallion, Klassiker, 7 von 10 für 15. 7 von 10, okay, von mir 7 von 10, auch 7 von 10. 4,59 von 5 bei 102 Votes, beim 3. Juni 2018 im Shop gewesen, seitdem 18 Mal und 230 Reminders. Was stinkt dir so? Mega cool, der Emote, für 500 V-Bucks. Erinnert mich ein bisschen an dich, Der Teil kriegt von mir... Erinnert mich ein bisschen an dich. Ja, 8 von 10. 8 von 10. Mir kriegt er 7 von 10. 1,81 von 5 bei 16 Votes zum ersten Mal am 6. Oktober 2018 im Shop gewesen, seitdem 5 mal 11 Reminders. Den Humor versteht nicht jeder. Glitter? Glitter für 500 V-Bucks. Das finde ich wiederum schrecklich. Das ist für mich so ungefähr wie das andere Teil. Und kriegt von mir 7 von 10. 9 von 10. 4,34 von 5 bei 32 Votes zum ersten Mal am 28. Mai 2019 im Shop gewesen, seitdem 6 mal 61 Reminders. Dann kommen wir zu der Wüstendominiererin. Ja, ist für mich der falsche Skin. Wirklich, Scorpion ist für mich Wüstendominiererin. Sag ich immer wieder, für 800 V-Bucks. Der Teil geht von mir 4 von 10. Von mir 3 von 10. 3,8 von 5 bei 30 Votes, was beim 9. Juni 2019 im Schock gewesen, seitdem 4x21 Reminders. Dann kommen wir zu Knackst. Knacks für 200 V-Bucks. Ja, kann man immer mal gebrauchen. 8 von 10. 3,85 bei 8 Votes, zum ersten Mal am 13. März 2018 im Shop gewesen, seitdem 11 mal 8 Reminders. Dann kommen wir zu Überschall. Oh, mega geil, geh mal auf die Stilvorschau. Klick dich da mal kurz durch. Hast du ja selber geholt. Ja, wegen aber nur für den Backpack. Das ist aber am besten hier. Ja, zeig dir nochmal ganz kurz hier. Man sieht ihn ja eigentlich in der Regel. Ne, das Backpack. Man sieht den ja in der Regel bei Herrn sofort in den ganzen Gameplays. Das ist ein Counter da hinten drauf, worauf die Kills angezeigt werden. Ja, der Teil ist echt cool. Ja, mich gibt es hier vor 10, ist ganz klar. Ja.
3,74 von 5 bei 46 Votes am 17. April 2019 Schoko gewesen. Seitdem 554 Mal. Das ist falsch auch, wann ich den Backpack gekauft habe, am 17. April 2019. Genau, da sind wir nämlich nachts noch zu einer Tanke gefahren. Ja, oh mein Gott, ja, stimmt. Ja. Zielsicher. So, ja, ich finde den nicht da so toll. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, Leute, weil ich hatte das ja, da sind wir zur Tanke gefahren, Paysafe gerade geholt, bla bla bla. Da habe ich noch gar nicht gewusst, dass es bei Paysafe gerade eine Paysafe gerade Login gibt. Zieht sich ja 500 V-Bucks, ich finde den nicht so toll, kriegt von mir 2 von 10. 2 von 10 von mir kriegt ja. Er. Einen von 10. 2 von 5 bei 10 Votes, zum ersten Mal am 17. April 2019 im Shop gewesen, seit dem 5 Mal und 3 Reminders. Dann kommen wir zu verstohlener Schwarzen, das ist geil. Das ist wirklich geil, das sieht auch echt gut aus. Boah. Und das Teil kriegt von mir 9 von 10. Ja, die kriegt von mir 10 von 10 Jackierungen, die ist echt geil. Von dir? Habe ich schon gesagt, 9 von 10. Achso. 4,1955 bei 16 Wochen, am 17. April 2019 Schock gewesen, seitdem 5 mal 18 Reminders. Luftkampf? Finde ich, ja, das ist halt Military Style, ne, und das Teil kriegt von mir. Das sieht kacke aus. Sorry, 6 echt kacke von 10. Aus. 3 von 10, echt? Das ist schlecht. 1,6455 bei 11 Votes, zum ersten Mal am 17. April 2019 Shop gewesen, seitdem 5 mal 5 Reminders. Dann kommen wir zu. Oh! Nee, oh, zu Freestylerin. Durch, ja. Nee, Freestylerin. Freestylerin, ja. Der neue Skin. So, den gucken wir uns jetzt mal genauer reaktiv. An. Reaktiv. Erstmal, wie reaktiv? Ein reaktiver Skin. Guck hier. Lass die Boxen für dich sprechen. Ja, da müssen wir uns das Gameplay nochmal genauer angucken, ne? Ob wir da irgendwas sehen können, was da passiert, wenn der reaktiv ist. Wahrscheinlich so. Gehen wir auf die Stilforschung. Ah, ne. Ist aber Mist. Ah. Ja. Ja, den gebe ich. Ja, also, erstmal gucken wir uns den mal genauer an. Da oben drauf ist so eine Lebenslinie. Dann haben wir hier, das sind Kopfhörer, aber was so riesige Teile, wobei die Lautsprecher nach außen gehen. Dreh den mal ein bisschen. Und da oben mal zu Würstchen da dran. Ich kann ihn nicht drehen, weil er ständig den Stil. Ja, du musst doch in die Stilvorschau reingehen, dann kannst du die auch drehen. Ja, da sieht man das Backpack dann nicht mehr, ne? Okay. Und bei der anderen, wie sieht es bei der anderen aus? Die sieht besser aus. Was hatten die da am Ohr? Kopfhörer. Nee, da im Ohrringe, was hat die für Ohrringe, sag mal? Ist nur Ohrringe, oder? Nee, ist ein Kopfhörer. Sind auch kleine Kopfhörer, okay. Ja. Kleine Kopfhörer, ja. Gehen wir mal jetzt auf das Backpack, bitte ganz kurz. Ja. Ja, sieht geil aus einfach. Also dem gebe ich. Sieht schon cool 9 aus. 9 von 10, ja. Ehrlich, das ist gut. Von mir kriegt er auch 9 von 10, ja. 3,255 bei 4 Votes und 14 Reminders. Oh, rote Tarnung müssen wir uns auch noch anschauen, ja. Oh. Die sieht kacke aus. Ich finde die auch nicht so toll. Das ist Military Style in Rot. In Rot dann, ja. Ja. Kriegt von mir auch nur 5 von 10. 5 von 10. Ja. Ja, von mir kriegt. Die Sache ist, das andere Military hat von mir 3 von 10 bekommen. Ja. Von mir kriegt die 7 von 10. Wie viel? 7 von 10. 5 von 5 bei einem Vote und 3 Reminders. Ja, weil das in Rot ein bisschen besser aussieht als das Grüne. Findest du schon genau umgekehrt? Echt? Ja, ich finde. Okay. Also, okay. Jetzt bewerten wir mal wirklich den Shop und den Shop, ich würde mal sagen wir es mal so, die neuen Items, das eine neue Item ist gut, das andere neue Item ist, naja, ich finde es auch nicht so toll, dass sie die in Skin zurückgebracht haben. Warum? Weil, ja, dadurch wird er nicht mehr so selten, der war ja selten. Laser, viel Glitter, ich sag nichts mehr. Ich gebe dem ganzen Ding auch ein It's Meh, weil, ja, ich bin auch der Meinung, auf der rechten Seite ist jetzt ein bisschen, also ich bin jetzt nicht so der Glitter-Typ, was stinkt hier so, gefällt mir besser, der Rest, ja, ist okay. Das neue Item finde ich cool, Major Laser ist aber eigentlich auch ganz geil, das andere Set finde ich eigentlich auch ganz cool, aber trotzdem, es reicht nicht für ein Like It, es ist für mich auch ein Mittelwert. Ja, also wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Use unseren Supporter Creator Code sofort gleich DTV. Bis dahin, haut noch rein. Und tschüss.